Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Omega Rubin, Chain Monolog, Randomizer mit dem Pony und dem Bloody zusammen. Ja, was geht denn hier ab, mein lieber Freund? Und ja, wir chillen uns erstmal wieder hier runter zur Basis von Team Magmer. Wir haben ein bisschen aufgerüstet übrigens, wir haben jetzt zwei neue TMs drauf. Also wir sind jetzt richtig krass am Start. Bloody hat nämlich jetzt zum Beispiel die gute alte TM Blizzard erlernt und der gute Boy hier unter uns, der Dido King, hat direkt Donner mit erlernt. Da so zwei gute Moves, die uns wahrscheinlich sehr gut helfen könnten. Wir können auch noch Erdbeben wahrscheinlich später holen. Gab's da doch auch, oder? Ja. Hätten wir noch was Gutes auf Dido King? Das kriegen wir eigentlich in der Urzeithöhle, soweit ich weiß. Nee, ja, nicht in der Urzeithöhle, in dieser Unterwasserhöhle da. Und oh, denn das sieht so geil aus. Und die Mucke ist auch geil. Ein bisschen Mühe gegeben. Sieht genauso aus wie bei Team Galactic da in der Hauptzentrale. Mit dem Fahnenmast. Ja, die Basis, die haben die richtig krass gepimpt. Pimp my Basis, Alter. Ja, ich dachte eigentlich, du spielst heute mal den Part lang mit Nidoking oder so. Achso, ja, können wir machen gleich. Ich wechsle gleich. Was ist denn das, Alter? Was, zapfen die da Ether ab oder was ist das? Was ist denn das, Digi? Magma, Digi, Magma. Ja, das ist safe Ether, Mann. Ich gebe keinen Ether in Pokémon. Bloody, Tausch mit Nidoking. Dann, es gibt auch Ether, Ether ist, dann ist das Item Ether. Wie lange er dafür gebraucht hat, ey. Naja, das waren so gefühlte 3 Sekunden. Nein, Alter, da dreht er sich da genau um, ey. Besser nicht, wie die Basis hier abläuft, genau, wo wir direkt hin müssen. Oh, zur Peise. Bei uns läuft's immer auf die harte Tour ab, wo, ne? Was haben wir denn da jetzt rein, ne? Zur Peise. Hatte er nicht den lächerlichsten Ruf überhaupt? Ja, ja. Ah ja, genau. Ja, ja, ja. Oh, fucking God. Dieser Ruf ist einfach so... Ja, ist die Verwirrung. Doch, aber das kann man nicht nachmachen. Das ist einfach viel zu krank. Ist ja gut, Leute. Ich hab's verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ja, klar, Mutti. H2O Absorber, weißt du Bescheid? Donner, weißt du Bescheid? Yo, der tankt das wie eine 1. Ist auch unser Nidoking, Digga. Mann, oh, Nidoking. Oh, tot! Oh! Der Boy tankt es, als wäre es nicht. Der hat schon die Spezial-Def rausgehauen, Alter, und dann gibt er dir den Step-Move. Bloody regelt. Spezialverteidigung, wollte ich eigentlich sagen. Giftzahn, komm, jetzt kriegst du die Vergiftung. toxische Vergiftung. Fuck, Alter. Wir sind gerade zu dem Arsch. Ja, gut. Alter, Giftzahn macht toxische Vergiftung, was geht da denn ab? Wir gehen auf ihn wieder. Wir hauen da gleich den Donner rein, wenn es geht. Weil auf Bloody können wir ja nichts machen, das ist das Problem. Geil, ne? Läuft wie viel hat Flammensturm? Wie viel AP? AP? 10 oder so. Gut, dann gehen wir jetzt auf Pimprin. Das würde keinen Sinn machen. Doch, wir stallen jetzt ein bisschen hier, weil wir müssen ja gleich auf Dings wechseln. Weil Pimprin ist ja auch nichts krasses. Spukball. Junge, warum wechselst du den ein? Bist du doof? Was macht der da? Nein, der wird getötet. Der hat Spezialdef down. Dann gehen wir jetzt auf Dido King wieder. Junge, der wollte gerade drin bleiben. Alter. Ich wollte nur das Moveset angucken. So. Jetzt nochmal für den Donner gehen, Alter. Gib ihm. Er wird ab! Er wird einfach ab! Es ist unglaublich, Alter. Wie oft will er denn noch abwehren, der Boy? So lange, bis du down bist. Wenn Dido King weg ist, ne, haben wir unseren Bodentypen verloren, Alter. Das ist gar nicht gut. Giftzahn. Dann ist scheiße. Du, was ist denn mit Giftzahn bei uns? Ja, Gift haben wir noch dann, ja. Oh, Idiot! Hardcore! Du musst sowieso nur mit dem scheiß Donner treffen, dann ist eh Feierabend. Dann ist Schicht im Schacht. Ja, wir werden never treffen, Alter. Schon wieder! Alter! Das gibt's Alter, nicht! Das ist doch nicht machbar, Alter! Der will's echt mal anlegen, der Boy, Alter! So greedy, Alter! Das gibt's doch nicht!
Der will's wissen, Mann. Ja, endlich! Oh, endlich. Ja, wahrscheinlich nur ein One-Hit, Alter. Boah, Adonis sieht geil aus. Boah! Heftig. Alter, wie viele Tries haben wir gebraucht? Locker 5, ey. Alter, gegen den König. Ach, guck mal, jetzt haben wir Pimpin eingewechselt. Oh, Wassersäul. Wie damage macht denn das? 80, das ist gut. Statt Nassmacher. Oh, oder weg. Ja, oder Nassmacher, Alter. Was ist mit Nassmacher? Du kannst damit Dinge nass machen. Geil. Bloody. Dafür erstmal Level up. Ja, und mit Wassersäule macht man Dinge nicht nass. Ananas? Wird die Anna ebenfalls nass? Surfer nass? Nee, wird der Zerpeise. Der Typ mit dem Ruf, Alter. Wer kennt's nicht, Alter? Holy Level 27, Digga. Pepperem, pepperem. Ja, danke schön. Kiroya-Bäre. Wer kennt's den nicht? Kiroya? Was ist der Eldin? Gib mir einfach Messer. Dann wird hier alles gut. Ich hab deine Mutti besucht. Das war sehr, sehr schön und poetisch, ja. Vor allem. Will ich irgendwas noch gegen... Ich weiß. Vor allem um die Uhrzeit war das sehr bemerkenswert, weil ich noch so einen rausgehauen hab. Ja, Mann, Alter. Richtig gut, Digi. Ich glaube, hier unten müsste es den Meister bei, glaube ich, geben. Ich weiß nicht, wo der Silo die Kraft erholt, aber die Kraft der Jugend einfach, ne? Der Zug ist bei uns abgefahren. Ich bin doch relativ fit dabei, Alter. Gleich wird das Projekt mit Plani durchgeschimmelt. Der schreit hier rum, Alter. Ja, bist du überhaupt 18, Alter. Oder so? 19, Digga, 19. Das ist 19. Ey, mit 19 bin ich auch noch über die Hecken gesprungen, ne? Aber jetzt, Alter. Ich bin so alt und verbraucht, ich pack nicht mal eine Nacht durch. Ja, guck mal, wie viel Bladi ist, Alter. Der ist fit wie eins Turnschuh. Warum lacht der Typ? Das weiß ich auch nicht, aber ich würde wissen, wie es sein lacht. Ich will wissen, warum er lacht. Ich hab das den Witz nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich hab ihn selber gebracht und ich hab ihn nicht verstanden, Alter. Warte mal, ich zeig nochmal drüber. Okay, es geht weiter. Alter. Ja, worüber hast du jetzt gelacht? Den Bloody hätte ich gerne mal vor 10 Jahren kennengelernt. Ich wette, er war auch noch so ein richtiger Spitzbube, das ist auch noch über die Hecken gesprungen. Fitz der Aura. Meinst du, der war dann fit wie ein Turnschuh? Ich bin heute fast genau wieder, Alter. Okay, damals war schon ein bisschen schlimmer, ne? So. Du bist faul, Alter. Das bist du. Ja gut, ein bisschen, ne? Bisschen. Gibt's da nicht auch einen Teleporter? Ja. Ey, ist so kompliziert hier. Ich hasse diese Teleporter-Scheiße. Top Elixier. Ja, Mann, Alter, das hat mich schon immer abgefuckt. Die wollen einfach nur fancy sein. Ich wette, die Mitglieder blicken selber nicht mal durch, was sie da machen. Hey. Digi, wo geht der Teleporter nochmal hin? Kein Plan, Mann. Gibt's auch noch einen? Ey, gibt's noch einen? Die schimmeln hier von der East Coast. Wo muss man denn da hin? Vor allem, Team Aqua Basis hat das genau das gleiche Layout, nur andere Texturen halt, ne? Okay. Ja, aber es ist genau der gleiche Aufbau, 100%. Nehmen wir das Ding kurz mit? Ah, schade. Die machen da den Anzug des bösen Meisters. Foreshadowing, krass. Bin ich jetzt richtig? Ah, hier gibt's den Ball, ne? Oder? Nee. Das ist das Zimmer von Mark. Mark hat ja echt ein Standardzimmer, ey. Sieht gar nicht aus wie so ein richtiges Mark-Zimmer, Alter. Sieht aus wie so ein richtiges, keine Ahnung, Larry-Zimmer. Ja, ich wette, Cyrus hat voll das heftige Zimmer. Cyrus, Alter, der hat wahrscheinlich so keine Ahnung, so ein Bunker. Wenn ich so die Aufmachung seiner Reden betrachten darf. Aber so gesehen war natürlich, Jesus der Heftigste mit seinem fetten Schloss da, ne? Ja, ist ja auch Jesus, na, Alter. Schon. Was hast du erwartet? Oh, jetzt nochmal nach links, Alter? Vielleicht doch nicht. Du musst einfach nur die Reihe durchgehen. Einfach rechts durch. Du musst siegen. Du musst einfach siegen, Digi. Ich muss nur nach rechts und jetzt durchgehen. Unten musst du einmal überspringen. Einmal überspringen. Gib ihm.
Boah, wie ich das weiß, ne? Ach nee, das war Marks Zimmer. Und das hier ist lustig, weil bei Adrian macht das Sinn mit diesem ganzen Boot down, hast du nicht gesehen, ne? Aber warum hat Mark so ein Bootmodell, so ein Segelschiff da als Modell stehen? Vielleicht ist er Bootbau oder sowas. Segelmodellschiff. Digga, das Einzige, wofür der sich interessiert, ist Öl, Ressourcen und Lebensraumerweiterung. Also richtiger Adolf halt. Autobahnen bauen und siegen. Und der Adrian ist halt der Romantiker. Ich glaube, hier geht's dann zu der anderen Stage, ne? Der Adrian, der ist auch richtiger Romantiker, ne? Wie komme ich denn zu der Boot-Stage, Alter? Und der will das One Piece finden und so. Der hätte seinen Spaß. Ist das hier oben? Da ist was dran, ne? Ja, hier ist es. Aber nur von der anderen Seite, ne? Naja, vielleicht komme ich da noch irgendwie rüber. Mal gucken. Das ist einfach ein Krebskorpsboot. Ey, ich finde, das ist so ein unübersichtliche Base, Alter. Noch unübersichtlicher als bei Team Rocket unter der Spielhalle, ey. Und das ist unübersichtlich. It's all about that base, about that base. No trouble. Lichtkanone, Mann! Schlagbohrer! Ja, so hört sich das an. Wolltest du gerade wieder den, der Peise? Wie einer, der kurz vorm Sterben ist, Alter. So hört sich das an. Als Wecker. Gut, du machst das gerne, ne? Kann sein, das gefällt ihm, ne? Ein guter Start in den Tag. Wie so eine Kuh, Alter, die einmal gegen so einen Zaun, elektrischen Zaun läuft. Und einfach dreimal hintereinander nochmal da reinläuft, weil sie so cool sind. Guter Stoff, guter Stoff. Nierbeere. Boy, was geht hier ab, Alter? Okay, jetzt kommt der Gangbang-Jump. Du, wie die sich hier formatieren. Führerarme. Darauf erstmal einen Schluck Apfelwasser. So, jetzt ein Erdbeben und dann das Feuerabend. Gib ihm. Ein Rudelfiffchen, Alter. Ich sehe es, das Rudelfiffchen. Einfach was. Ich spüre es richtig, das Rudelfiffchen, Alter. So, du hast ja Nidoking, kannst ja Erdbeben machen, ne? Geil, sage ich doch. Surfer, Alter. Level 18 haben die gesagt. Ja, wie lange brauchen die zum Eintippen, Alter? Gib ihm. Ey, der Paragon überlebt, Alter, aber alle anderen. Das Baumvieh, Alter, hält am meisten aus. Weil ich das aus, wenn man im Mystery Dungeon mit 5 Normalränge einen Goldrang-Pokémon jumpen will. Unheilschwert. Und dann macht er das. Yo, bei dem läuft er richtig, ey. Wo holt er die Kräfte her? Wenn ist ein Paradigma. Nicht ein Paragoni? Nee, bei dem läuft richtig, Alter. So, aber jetzt müssen wir die besiegt, ey. Alter, die Team Magma-Klone da. Muss jetzt jeder nochmal irgendwas abgeben hier? Jeder muss hier seinen Senf auslassen. Das ist natürlich. Auf einmal verschwinden die wahrscheinlich alle, ne? Ja, die sind einfach verschwunden. Standard. Nein, die sind nicht deine große Fan. Ich habe gesagt, das ist ein Krebskorbot, das ist gar nicht der Fall. Das ist ein Kamerupto. Was? Hab ich doch gesagt, das ist ein verficktes Kamerupt, Alter. Warum, Alter? Das Torhide macht ja noch Sinn, aber Kamerupt? Ich bitte dich, ich meine, das ist zwar Team Magma, ja, aber. Ja, es ist Team Magma, ja. Ja, aber bitte, warum macht man dann ein Kamerupt? Das macht doch keinen Sinn. Ja, ich halt YOLO. Noch habe ich so, ja, so ein Shaman-Boot, Alter. Signature-Pokémon, Torhide und Kamerupt halt. Was so ein Shaman-Boot, ja. Alter. So an die beiden Mega. Torhide ist halt krass in dem Spiel, weil mit dem Vieh kannst du halt doppelte Geschwindigkeit surfen, ne? Ja. Jo, Alter, willst du mir richtig einen reindrücken oder was? Bei Kyogre war das nur untot. Tot! Nein! Tot! Du bist auch so ein Idiot. Warum bleibt man da drinne? Oh. Das war's mit dem Boot-Pokémon.
Der Überschallknall hat ihn's gegeben. Naja, das war's nicht direkt mit Boden-Pokémon, wenn du Knogger wieder reinmachst, ne? Du hast recht. Recht wieder ja, reinschreiben, Alter. Denke mit. So, wollte ich gerade auch sagen mit Knogger. Also das heißt, Groudon ist noch safe. Ja. Und Stahltyp ist gleich auch safe, Alter. Noch ein Level. Jo, was ist das für ein Ninja? Was spielst du für Ninja Warrior, Alter? Ninja Warrior, Digga, Ninja Warrior. Alter, ich finde, die sehen mittlerweile alle viel zu krass aus wie Anime-Charaktere, ne? Das sind ja auch Anime-Charaktere, hallo. Eigentlich schon, ne? Nee, ich meine aber so mit richtigen Anime-Tropes. Da gibt's ja irgendwie so einen Direktausgang noch, Alter. Das wird ziemlich geil. Kann ich hier raus, ja, du bist Bruder? Jetzt so ein bisschen gearscht. Warum bin ich gearscht? Nee, bist du nicht. Das ist guter Stoff. Das ist guter Stoff, du. Das ist guter Stoff. Hier kannst du mich direkt wieder russieren. Guck da. Guck mal da. Wohin genau? Ist so. Oh, doch. Echt? Na toll. Sumpex. Aber wieso, weiß ich auch nicht. Wenn ich es nur wüsste. Oh wei, oh wei. Koks, oh wei. Oh. Hm. Schon wieder verkackt. Hat der Typ Koks gesagt? Oh wei. Ja gut. Hab ich das gesagt? So, also wir hauen jetzt wieder Dings hier rein. Knoggi. Knoggi. Oder ich würde noch sagen, hier ist ein Monster, das heißt letzter Markus. Was? Ja. Ja, aber wir kommen noch zum siebten Orden, den können wir easy durchpumpen. Kommen wir easy schnell hin. Der denkt, der macht das einfach mal so. Was sagst du? Der denkt, komm mal. Die Zwillinge. Das sind Huans. Ja, die sind ja kein Ding. Komm, wenn ich mit meinem Fahrrad ankomme, Alter, bin ich auch zu zweit, auf zwei Rädern. Hab ich auch Zwillinge. Oh. Das Ding ist halt, ich spiele halt bei mir selber Fire Emblem, ich streame da jeden Tag und ich krieg das Spiel nicht fertig. Und mit Solo mache ich ein ganzes Scheißprojekt hier an einem Arm. Ich pack's nicht. Ich versteh's auch nicht, warum du so schlecht darin bist, Fire Emblem durchzuspielen. Ich bin Game Over gegangen schon wieder. Ich kann nochmal zocken. Ja, ich dann auf Dings draufhauen, ja. Auf Holy! Oh, the Moni! Holy the Moni! Ja, okay, Bruder, wer braucht das? So, haben wir das auch hinter uns gebracht? Ich dachte, wir haben das Hitler uns. Hitler uns gebracht? Ja, haben wir auch. Top-Schutz irgendwo noch. Easy. Um Himmlers Willen. Doch, ein Rush. Der Ball ist komplett down, Alter. Der Bloody, der kennt mich zu gut, ne? Ja, man hört es einfach, der Typ. Der muss sich noch Mühe geben, um überhaupt irgendwas aus sich herauszubekommen. Der ist richtig am Arsch. So am Arsch. Ja, guck mal, wie schnell wir hier schon wieder in Dings sind, in Moosbach City. So schnell waren wir früher nicht da, ne? Das ist viel näher dran mittlerweile. Wie früher? Früher in die dritte Generation. Da hat sich das, glaube ich, ein bisschen gestreckt, ja. Alter, das ist mega gestreckt, ne? Über 20.000 Milliarden Meter, Alter. Es gab viele Trainerkämpfe. Ja, ich habe ja auch eigentlich und immer viel Wasser gemacht. Da kommt dir das generell halt gestreckter vor. Als wenn du da durchmarschierst, wie durch Stalingrad. Durchmarschieren, Freunde! Wie durch Russland früher. Durch Stalingrad. So. Heraus hier und direkt an die Zwillinge ran. Digga, der Typ macht einen Gebirgsschlag. Gib ihm. Boah, was ist das denn hier? Also das haben die ja komplett umgebaut, ne? Da haben die alles gegeben. Ja. Sieht doch besser aus. Was das soll. Ich hab das einmal in meinem Leben gemacht. Ich hab keine Ahnung, Digi. Ich hab das mehrmals machen müssen. Gib mir. Hä? Was soll ist das?
War das in Alpha Saphir anders? Nein. Nö. Ist ja richtig kranker Scheiß, Alter. Es gab halt zwei verschiedene Arenen in Rubin Saphir und in Smaragd war das auch nochmal komplett anders, soweit ich weiß. Ja, das ist ein bisschen skurril hier. Immer diese Psycho-Arenen, die immer voll fancy sind. Ja, ich verstehe den Sinn halt dahinter nicht. In X und Y war das ja auch immer, war das auch irgendwie so fancy, ne? So, hierher. Das war auch voll abgespaced, weiß ich noch. Danach hier. Was war abgespaced? XY? Ja, da war auch irgendwie voll abgespaced, da war auch so eine Frau, die man da bekämpfen musste. Und die Arena war krass. Oh Gott. Das ist ja ganz am Anfang, ne? Alter, ich habe ohne gegen einen Trainer zu kämpfen das Rätsel gelöst, ne? Boy, Alter. Das ist ein heftiger Scheiß, Mann. Die drehen sich ja auch da die ganze Zeit im Kreis. Boah, die Special Effekte, though. Boah, ist jetzt mal Gruppen-Selfie hier. Es geht. Gib ihm. Ja, Mann, den beiden wird gegeben, Alter. Wahrscheinlich ist es nur ein Trainer jetzt. Durch den Randomizer. Muss man auch Zeit sparen. Alter, das sieht krank aus, Alter. Wie sieht das denn in der Arena aus, Alter? Die haben richtig High Life da drin. Was hier ich sehe es kaum, die haben einen Legi, Alter. Die haben einen safe einen Legi. Ich tippe auf Latios. Ja, das ist ja nur halb so schlimm. Ihr habt einen Versuch. Komm, könnt ihr irgendwas raten? Heatran. Galapafloss. Das haben wir schon 15.000 Mal in diesem Projekt gehabt, Alter. Was macht die denn da, Alter? Die schweben ja! Das wird mir alles so anime-mäßig, Alter. Wir sind voll krass, Mann! Gib uns den guten Stoff, Mann! Zwirkel und Tauros, Alter. Alter, auch wieder so eine Vorzeige-Loli, ne? Ja. Ey, ich hab mit allem gerechnet, ne? Oh, Tauros. Ich hätte vielleicht mal... Ich war auf alles gefasst, aber irgendwie nicht mit dem Tauros. Das packt mich jetzt einfach so, ne? Hat sie auch gesagt. Ja gut, hab ich das gemacht? Was hau ich denn da jetzt rein, Alter? Nieper? Sieper? Ja, komm, hau ich Nieper. Den halt rein, weil... Was soll ich mit den anderen halt? Die werden halt alle RIP gehen dann, das ist nicht so geil. Ich will nicht, dass mein Pliefrin RIP geht. Warum hau ich den Nidoking? Achso, der ist ja tot. Coole Frage, warum hau ich den Nidoking? Komm, Frozen. RIP? Du bist sowas von gefickt, Digi. Okay, das Lock verkackt. Die Nuzlocke ist safe, Leute. War schön, dass ihr alle mit dabei wart bis jetzt. Nee, Alter. Hat auf jeden Fall gebockt. Das wird jetzt auch durchgepimmelt hier. Ja, komm, der hat jetzt eh minus 2 Spitzerangriff. Da ist jetzt Feierabend. Komm, jetzt wegen einem Level. Sag mir nicht, der stirbt jetzt wegen einem. Das ist jetzt wieder so ein Moorrabbel-Scheiß, ne? Du musst da auf einen gehen und den jumpen. Boah. Oh ja, das geht auf beide. Das geht auf beide, perfekt. Auf den muss ich gehen, wegen dem Blättersturm. Perfekt, der ist down. Ja, der hat minus 2, der macht nichts mehr. Snogger. Snogger schnurrt sich da was rüber, Alter. Alter, er gibt die Folie von Tränen, oder? Geo. Das ja, okay, war gerade 150 mit Base, ne? Das war 150 mit Base. Also 225. Alter, das ist ja nur ein Pokémon, was er noch hat. Hä? Wer ist das denn nicht? Ne, die hatten ja immer nur die zwei Viecher da. Was? Alter, in den älteren Spielen waren die viel schwerer. Ja, Mann, die hatten zwei Pokémon pro Typen. Ja. Alter, ich dachte, jetzt pimmeln die voll mit vier Pokémon oder so raus. Das war nur bei Rubin. Gott, das ist viel einfacher geworden. Das ist ja fuck. Piss einfach geworden. Also ich erinnere mich noch an Lepumentas, ne? Lepumentas, Xatu gab es, dann Lunastein und so ein Fall. Genau. Das war das Setup von denen. Die waren übel. Die waren wirklich übel. Also, Sepia hat uns jetzt auch nichts gekostet, Alter. Ah, wir haben jetzt Empoleon Boys. Geil. Ja, die haben mit der Taktik Sonntag gespielt, Alter, mit Solarstrahl und so. Erdbeben, Schwebe, die ist das. Die haben richtig durchgecatcht, Alter. Das war so mit dem Broken Team. Ja, die haben richtig, die waren richtig broke, Alter. In Rubin und Saphir hatten die nur die beiden. Echt? Ja, ja. Ja, in Smaragd war es dann so. Ins Smaragd ging's ab. Ich hab halt ich nur Smaragd gezockt. Ich hab halt das Ding da gemacht und... Ich hab halt nur Smaragd gezockt, weißt du? Nickels. Krass, Alter. Einfach im Podium. So, Leute, Stahl ist raus. Ja, ich hab einfach ja letztens noch Platin durchgespielt und hab da auch einfach ein Podium gehabt und... Was? Autonomie? Was ist denn das? Damit kann er seinen Speed abgehen lassen. Alter, fick dich.
So. Boys, wir haben es geschafft. Die sind weg. Das heißt, wir haben jetzt einen Stahltyp noch drin. Krass, Alter. Ja. Stickers. Also nicht dieser Stahltyp hier aus Awakening, sondern, ja. Den verstehst nur du, ne? Ich glaube, den verstehen wir nicht, ja. So, die beiden Heinis sind besiegt und Gedankengut einfach mal reinhauen. Easy. Gedankengut, Mutti. Ja, das nächste Pokémon wäre halt eigentlich Groudon dann, das wir holen, ne? Na, da sind noch voll viele Routen jetzt im Wasser, oder? Ja, Alter, du hast jetzt überall Routen, ne? Einfach mal Ausschau halten und nur Pokémon fangen, Alter, gib ihm. Würde ich schon auf jeden Fall machen. Also wir haben jetzt auch eben hier kurz den Boy da oben im Kraftwerk da rechts, ne? Oder? Also wenn du es komplett drauf anlegen würdest, du könntest dann noch bis Flossbrunn runter. Das sind 17 Millionen Routen da einfach. Ich würde mir jetzt am liebsten direkt Groudon fangen, Alter. Könnte man zwar machen. Wir haben den Meisterball auf jeden Fall. Aber warte, wird das auch nicht gerandomized? Nee, das wird nicht gerandomized. Nee, es ist ein statisches Vieh. Okay. So, also, ich dachte, wir müssen doch oben zu dem Lager da oben rechts. Das wie heißt das nochmal? Oh, jetzt geht's an. Wie heißt das hier? Das Weltraumzentrum da oben. Oder warst du in Smaragd? Das war nur Smaragd, wo die da geradet haben. Wo die geradet haben? Ja, das was war ein Raid? Bonus. Bisschen looten, Alter. Das war daran jetzt so witzig. Bisschen looten, Alter. Ich glaube, du hast ihn einfach aus der Fassung gebracht, Alter. Ja, er hat mit allem gerechnet, aber nicht mit Raid. Das ist ganz normal, ne? Wenn er ist nur Wüste, ne? Ja, da muss ich noch ein bisschen fortbilden. Taucherboy. Swaggerboy. Das wird Impoleon beibringen und dir von Atem gerät. Geil. Ja, sowas braucht man unbedingt. Panzerstein. Früher so, kommt man noch Taucher ohne so einen Scheiß, Alter. Damit das mehr Sinn macht, dass man unter Wasser Stoff macht. Die dritte Generation kam auch gut ohne das Gerät klar. Aber ist okay. Ah ja, Nepa haben wir jetzt verloren, scheiße. Ja, wobei, das können wir auch einfach unseren Sklaven hier beibringen. Ach, jetzt auf einmal. Ja, natürlich. Aber wir brauchen auch Stärke für den Untergrundraum, ne? Vielleicht kann der auch Stärke. Ich glaube nicht, dass ein Latios Stärke kann, aber hey. Wenn der Stärke kann, dann bin ich echt baff. Ah, schade. Wäre auch zu viel gewesen. Smogger, komm. Oder Snogger, nicht Smogger. Snoggy. Alter, da war auch Attacken hier. Weg damit, dann heilen wir noch kurz und dann geht's direkt auf, würde ich sagen. Dann machen wir es direkt auf zu den guten alten Groudon. Nehmen wir doch irgendwas mit ins Team rein? Nee, ne? Lassen wir direkt den Platz frei, würde ich sagen. Ja. Weil Sepa ist ja jetzt wasted. Wir haben eh keine Typen, die wir da bereichern könnten. Genau, deswegen. Sepa direkt in die Ripbox reinhauen. Unser Geber, ja, Alter. Und Los Wachos, Alter. Los Wachos. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter mit der Groudon-Story. Also schaut auf jeden Fall nochmal rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu Pokémon Omega Rubin Chain Monolock Randomizer mit dem Pi und dem Bloody. Was geht? Ja, da rein, raus, Leute. Ciao!